So, Freunde meines Gesabbels, ich habe es ja angedroht gehabt. Ich habe ja sozusagen noch zwei Rubriken eingeführt und das erste Filmchen gibt es jetzt zum Thema das seltsame Verhalten geschlechtsreifer Mitteleuropäer zur Großzeit. Zur Paarungszeit natürlich. Ne? Zu was sonst. Ja, worum geht's? Anlass für das Ganze war so ein unter Teenies, meist pubertierende Mädels, gern verbreitetes Pamphlet. Also das kann ich nicht sagen. Es geht darum, dass sich halt eine beschwert, so nach dem Motto: Warum antwortest du, blöder Arsch, von dem ich mich geliebt fühle, auf meine elendslangen Nachrichten nach 40 Minuten erst mit einem, ja, lapidaren: Okay. Mädels, ich erkläre euch das einmal, warum wir Männer das so machen. Also, ja, wir brauchen, sagen wir mal, eine Stunde, ja, um darauf zu antworten. Aus unterschiedlichen Gründen. Der erste ist, wir brauchen wahrscheinlich dreiviertel Stunde, also 45 Minuten, um erst einmal das ganze Geschriebene zu sortieren und in einen logischen Zusammenhang zu bringen, damit wir überhaupt verstehen, was wollt ihr eigentlich von uns? Dann brauchen wir die restlichen 15 Minuten eigentlich für mehrere Dinge, die gehen dann relativ schnell, nämlich eine Antwort uns zu überlegen. Aber da wir Männer ja, egal was wir sozusagen sagen, eh immer das Falsche sagen, wir können also da machen, was wir wollen, schreibt man halt einfach irgendwas, was zustimmend ist und möglichst kurz. Weil je länger das ist, was man dann zurückschreibt, umso höher ist die Gefahr, dass ihr Frauen das dann, ja, sozusagen analysiert auf irgendein begangenes Fehlverhalten oder auf ein schlechtes Gewissen. Oder wenn es zu lang ist, kommen dann so Antworten wie zurück: Was soll denn der Scheiß? Weil uns das Gelaber interessiert mich. Reines ja, nein, okay oder in die Pfanne damit, hätte es getan. Also wie gesagt, wir können es euch eh nicht recht machen. Und erst recht nicht, ja, Mädels, die sozusagen unter Hormonwallungen leiden. Also eigentlich jede Frau ab ihrer Pubertät. Gut, das war's jetzt. Das wird jetzt sicherlich wieder jede Menge richtig, richtig böser Kommentare von Frauen hageln. Aber dessen bin ich mir bewusst, ich bin darauf vorbereitet und ich werde dann genau dasselbe machen wie meine Geschlechtsgenossen. Ich werde da mit einem zustimmenden Okay dann darauf antworten. Das war's jetzt einmal fürs Erste. Merci fürs Zuschauen und schön, dass ihr mir gewogen seid. Pfiat euch.